4 Tipps für Arbeiten an heißen Sommertagen. Tipp Nummer 1 ist tatsächlich ein Ventilator. Ist zwar ein bisschen oldschool, funktioniert aber wirklich sehr, sehr gut, gerade an heißen Sommertagen. Und einen Ventilator bekommt ihr aktuell auf Amazon schon zwischen 10 bis 50 Euro. Könnt ihr euch einfach neben den Schreibtisch stellen und habt immer relativ erfrischende Luft. Und wie ihr wisst, bei Amazon ist immer alles 100 Jahre Garantie. 100 Jahre Garantie! Tipp Nummer 2 ist ein Getränkekühlschrank mit kalten Getränken und ja, vielleicht nicht unbedingt jetzt Getränke wie Desperados oder Zuckergetränke, aber ihr könnt euren Kühlschrank auch vollhauen mit beispielsweise zuckerfreien Eistee, Fanta Zero, Wasser und so weiter. Und so kannst du immer direkt, wenn dir mal ein bisschen warm wird, zum Kühlschrank gehen und dir ein kaltes Getränk ziehen. Punkt Nummer 3 ist ein Cold Brew. Die Starbucks-Fans unter uns wissen da wahrscheinlich Bescheid. Ein Cold Brew ist ein spezieller Kaffee mit Eiswürfeln. Diejenigen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Starbucks gehen wollen oder zum McDonald's oder sonst was, die können sich auch einfach ein Glas nehmen, dort ein paar Eiswürfel reinpacken und ein, zwei Espresso-Shots reinpacken und schon hast du einen sogenannten Iced-Out-Espresso. Und Tipp Nummer 4 ist tatsächlich einfach weniger zu essen. Gerade an heißen Sommertagen, wenn du dir da mittags irgendwie einen fetten Burger reinziehst oder sonst etwas, dann bist du für den ganzen Tag sowieso raus. Plus dir wird natürlich auch nochmal viel, viel wärmer. Das heißt, schau, dass du vielleicht deine Kalorien eher gegen Abend isst und dass du untertags eher leichte Sachen konsumierst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann teile dieses Video gerne mit deinen Freunden, die aktuell genau das gleiche Problem haben. Und ansonsten schreib mal deine Methoden, die du aktuell so hast, gegen Hitze unten in die Kommentare. Like gerne dieses Video, abonniere den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.